Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 15. Folge von X3 Albion Prelude. Ja, in der letzten Folge ist ja leider das Spiel abgestürzt, da komischerweise kein Arbeitsspeicher mehr vorhanden war, was kaum sein konnte, aber na gut. Das Programm hat es so erkannt und dann wird es wohl irgendwie stimmen. Obwohl 8 GB Arbeitsspeicher sollten eigentlich ausreichen. Naja, wie auch immer. Wir haben deshalb ein bisschen an Geld verloren, weil zwischendurch ging ja das Speichern nicht so wirklich toll. Und deswegen habe ich jetzt einfach im Skript-Editor einfach mal ein klein wenig Geld, so dass wir gerade unseren Cerberus holen können. Einfach mal in Anführungsstrichen gecheatet. Das wird wahrscheinlich auch das einzige Mal sein, wo wir das machen. Weil es ist einfach blöd, wenn man das die ganze Zeit macht, dann ist das Spiel auch langweilig. Ja, deswegen sind wir hier auch an der Schiffswerft. Und da können wir mal in den Handel gehen und unsere Cerberus raussuchen. Wir haben jetzt fast 38 Millionen. Die Cerberus kostet zwar nur 36, aber ja, wir wollen den ja noch ein bisschen aufwerten. Deswegen ist auch der richtige, ja. Deswegen kaufen wir den jetzt einfach. Und dann kriegt er hier noch seine ganzen Ausrüstungssachen. Den kriegt er auch mal. Einmal komplett. Das kannst du brauchen, das noch. Und die kriegst du auch noch. So. Installiert. 200 MJ-Schild. Der 200 Megajoule-Schild ist ein mittlerer Schutzschild, 5 kriegt der normalerweise von Korvetten und einigen größeren Transportschiffen benutzt wird. 200 Megajoule-Schild installiert. Dann kriegst du die mal. Und wo ist er denn? Was hast du gerade an Waffen? Gar nicht. Was kannst du haben? Er beeindruckt mit einem umfangreichen Waffenarsenal, hauptsächlich um gegen Jäger und Korvetten zu bestehen, obwohl der Cerberus auch größeren Gefahren auf sich selbst das gestellt standhalten kann. Das müsste Cluster Flak-Artillerie sein. Flammschleuder kriegt er. Okay. Gut, gucken wir mal, ob wir irgendwas davon da kriegen. Partikelbeschleunigerkanonen. Eine Waffe, die man in manchen mittleren und größeren Jägern vorfindet. Die ersten Exemplare wurden von den Paraniden und den Argonen entwickelt. Komm, kriegst du erstmal ein paar davon. Und dann rüsten wir ihn nach und nach immer auf. Das waren jetzt aber die falschen, verdammt. Ah ne, hier sind sie. Artige Beschleuniger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Können die etwa hier nicht die haben? Nein, können sie nicht. Na, ganz klasse. Na gut. Dann fliegen wir mal an die Schiffswerft. Autopilot aktiviert. Beziehungsweise brauchen wir eigentlich nicht. Cerberus, komm mal her. Kommando akzeptiert. Cerberus. So. Unsere schöne Cerberus. Mann, du bist gerade ein bisschen schlecht. Komm, dreh dich mal. Oder so. Geht auch. Und Screenshot. So. Komm mal ein bisschen näher ran.
auf so einen Kilometer oder so. Wäre ganz nett. Kommando akzeptiert. So. Autopilot aktiviert. Andocken können wir da ja leider nicht. Das geht nur für Jäger erstmal. Aber trotzdem können wir da reinspringen. Na, ja, nicht so schnell hier. So, sollte reichen. Cerberus. Und da sind wir in unserer Cerberus. Ja, man sieht jetzt vorne nicht sehr viel. Ganz viele Geschützkanzeln. Ein schönes, großes Schiff. Wir werden einfach mal kurz geradeaus fliegen. Wie viel kannst du denn? 101 Kilometer pro Meter pro Sekunde. Das ist schon sehr schön. Und die... Der Centaur. Der kann... mal in die Schiffswerft fliegen. Kommando akzeptiert. Das machen wir nämlich auch gleich. Können wir von denen ein paar Waffen rüberholen. Und wo wir schon dabei sind, ihr könnt einmal in diesen Sektor fliegen. Ja, in unseren Sektor. Und die Amun kommt auch her. Fliege. Ach, Wolkenbasis Südost. So. Dann docken wir da einfach mal an, schnell. Mit dem Centaur. Und übertragen ein paar Waffen. Langsam möglich ist, dass wir andocken. Irgendwie nicht. Warum nicht? Was ist los mit dir, Cerberus? So, jetzt aber. Autopilot deaktiviert. Sie sprechen mit positiv. Andockerlaubnis erteilt. Und dran sind wir. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen so. Unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Störungsimpulsgenerator haben wir da. Die können überall hin, das gut. Sehr geehrte Besucher, wir haben derzeit Schwankungen in unserem Energiesystem. Wir bitten Sie, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Dann kommt das doch wieder rüber. Sprung, Verkauf, das ganze Zeug. Frachtscanner. Nee, den brauchen wir nicht. Transferiert. Davon haben wir zwei zu viel. Partikelbeschleunigerkanone entfernt. Kampfdrohnen nehmen wir mit. Kampfdrohne transferiert. Die Energiezellen nehmen wir mit. Energiezellen transferiert. Interkapseln brauchen wir nicht. Streithammer-Torpedo. Die ganzen Raketen. Poltergeist-Rakete. Banshee-Rakete. Sturmbringer. Mantis-Rakete. Flammenschwert-Rakete. Ferngelenkter Gefechtskopf. Transferiert. Erschütterungsimpulsgenerator. Transferiert. Energieplasmawerfer. Splitterbombenwerfer. Transferiert. Hier ist das argonische Oberkommando. Dies ist die Situation an der Frontlinie. Wir übernahmen Asteroidengürtel. Wir werden einen Vorstoß wagen nach Ketzers Untergang.
Erschütterungsimpulsgenerator. 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 Wir haben wir noch 4. Und hier haben wir noch und auch überall was. Hinten, nach oben. Okay. Energieplasmawerfer haben wir noch. Splitterbombenwerfer, okay. Energieplasmawerfer. Haben wir nach vorne. Installiert. Hier nehme ich. Ne. Partikelbeschleuniger kann. Partikelbeschleuniger kann. Einmal weg. Entfernt. Partikelbeschleunigerkanone entfernt. Oh, die können gar nichts davon. Sehr geehrte Besucher, wir haben derzeit Schwankungen okay. In unserem Energiesystem. Wir nach bitten unten. Sie eventuelle Partikelbeschleunigerkanone. Partikelbeschleunigerkanone installiert. Und wer konnte die Splitterbomben? Irgendwer konnte auch Splitterbomben. Du nicht. Auch nicht. Doch keine Splitterbomben. Der Cerberus wurde angesichts der wachsenden Bedrohung durch Angriffe der Xenon und Piraten entwickelt. Er beeindruckt mit einem umfangreichen Waffenarsenal, hauptsächlich um gegen Gegner. Nee, keine. Na gut, dann behalten wir die so. Und weg mit uns. So. Wo sind denn unsere Schiffe hier? Ringo Mond. Was, nur 2? Ach da, die dritte, ja, gut. Die HP kommt dann auch hierher. Ringo Mond. Du bist in Nordwest. Nordwest. Ringo Mond. Fliegen wir mal zu Roter Schein. Wie viel kostet das? 80, oha. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Ja gut. Länger dauert das aber trotzdem nicht. Erreiche System. Roter Schein. So, wo seid ihr? Docke an. Bei uns. Kommando akzeptiert. Die Harp hier darf auch bei uns andocken. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Dann. Die Amun, Ringo Mond. Auch. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So, dann warten wir mal auf die. In der Hoffnung, dass sie schnellstmöglich hierher kommen. Chipwerk Alpha. In der Zwischenzeit können wir mal da hinten hinfliegen. Oh, die HP ist da. Gut, einmal bremsen, damit die hier ran kann. HP. Ne, da ist sie. Die HP. So, wo willst du hin? Ah, sehr schön. Und angelockt. Kein Ziel. Sehr schön. Dann ist unser erster Jäger da. Decker Käfer. Käfer. Hört sich irgendwie
Dich hat sie heute sich besser an. Du bist auch unterwegs. Den werden die anderen wohl auch gleich da sein. Du fliegst in die Mitte. Kein Ziel. Chipwerk Alpha. So, die anderen kommen gleich. Wir fliegen mal schnell ein Stück weiter, um zu gucken, was hier für eine Mission ist. Sie sprechen mit dem. Gibt es etwas? Ich habe da. Übertrage jetzt die Daten. Sind Sie an dem Job interessiert? Minen des Imperators. Nö, viel zu weit weg. So, für die drehen wir einmal. Dann haben die es ein bisschen leichter. Und andocken bitte. Und möglichst nicht zusammenstoßen. Wo seid ihr denn? Da ist noch einer. Und die Amun ist ein bisschen weiter weg. Kein Ziel. Sehr schön. Asteroid. Und die Amun. Wo bleibt die? Da ist Yamun. Und wir sind gerade nicht da. Gut. Das sollten auch alle gewesen sein. Jo. Sehr schön. Gut. Dann können wir es gleich mal alles testen hier. Einmal vorher noch auf die Waffen schauen. Okay. Dann, also hätten wir da auch gleich machen können. Und zwar, du Gruppe 2, nee, Gruppe 3. Und Gruppe 3 und Gruppe 3. Du, welche aus Gruppe 2? Du 2, 2, 2, 2. Dann können wir ein bisschen umschalten zwischendurch. Gut. Denn. Oh Mann. 20 Minuten hier gleich nur mit der Cerberus beschäftigt. Na gut, aber wir machen ja ganz, ganz lange heute. Hinten Raketenabwehr. Und Raketenabwehr. Kommando akzeptiert. Obwohl links und rechts kann eigentlich auch beschützen machen. Kommando akzeptiert. Hat ja eh nichts. Gerade. Richtig. Nach oben, nach hinten. Nach links, nach rechts nichts. Genau. Gut. So, was hast du alles? Energieplasma. Ein Phasenreptier. Okay. Reine Raketenabwehr. Ja gut, das geht. Gut. Die HP, hat die noch was? Nur Phasen- und Tiergeschütze. Raketenabwehr ist schon mal gut. Die braucht noch ein bisschen was. Haben wir zufällig was Gutes? Wir hätten die Partikelbeschleuniger mitnehmen sollen. Konventionellen Teladi-Design ist die Harpie wohl das schnellste Seriengefährt. Ja. Na gut.
So. Dann gehen wir jetzt auf Mission, ja? Sprungantrieb wird geladen. 10%. Mit unserer schönen Cerberus. Und dann hoffen wir auf schöne große Schiffe, die wir zerstören können. Erreiche System. Energiezirkulum. Und da gibt's schon was. Sehr gut. Erzmine. M. Alpha. Sie sprechen mit dem Auto. Was soll sein? Los! Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Konvoi beschützen. Natürlich nicht. Da wir ja so ein großes Schiff jetzt haben, könnten wir natürlich auch. Wir sind in der Zirkulum, richtig? Ja. An einem Sonnenkraftwerk. 16, 14, 15, 15. Sonnenkraftwerk. Nein. Können wir wahrscheinlich nicht andocken. Andockerlaubnis verweigert. Genau. Deswegen fliegen wir da einfach nur mal hin. Und die DKCFA, beziehungsweise auch die Amun und so weiter, das hatten ja. Die haben kaum Laderaum hier. Verdienen alles Energiezellen. Können wir schon mal nehmen. So, was haben die? Ein Gefechtskampf, wow. So viel. Na gut. Wir bräuchten vielleicht nochmal einen Transporter hier drin. Geht das denn? Nur falls nehmen wir einen Frachter. Hier ist ja ein Demeter. Der braucht allerdings noch ein bisschen. Also schicken wir, warte, die DKC-Verdinger dahin. Drücke an. Momentanes Ziel. So, zerstört euch nicht gegenseitig. Sehr schön. So. Handel. So viel wie möglich. Du, so viel wie möglich. Und du. Ja gut. Die vier. Navigation, Docker an. Uns. Kommando akzeptiert. Nicht zerstören, bitte. Danke. So, alle drin. Warentausch. Energiezellen. Energiezellen. Transferiert. Auch wenn es nicht so viele sind. Gut. Bis wohin kommen wir damit? Halten Sie sich für Updates über neue Entwicklungen in den Konfliktsektoren bereit. Unsere Stationen in Asteroidengürtel werden angegriffen. Finden Sie heraus, was da los ist. Wir kommen auf jeden Fall sehr weit hier. Profitabler Handel, da können wir doch mal hin. Jetzt wird es ja langsam interessant. Ja. Wir werden gescannt. Ja, wir sind schon weg. Erreich
Sicher System. So. Wie sieht's aus hier? Eine P. PX sogar. Okay. Wen will ich mit dir hier? Komm. Das Teladi-Unternehmen ist für ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großem Profit dankbar. Achtung, eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Mobileus Memorial. Ja, das ist wahrscheinlich der Demeter-Frachter. Na super. Na komm. Ja, das ist nicht schlimm. Wurde zerstört. Ja, ihr merkt schon, mit der Cerberus kann man hier sehr schöne Szenen erledigen. Da hinten ist nun ein ganz großes. Das wäre nicht so toll. Zyklonrakete. So, die kriegen wir noch. Achtung, eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Nobileus Memorial. Ja, das ist der Demeter-Frachter gewesen. Na schön. Hier. Kein Ziel. Und du bist fertig. Okay. So. Tor. Xenon Sektor 598. Was ist das für ein Xenon großes Ding? J. Ne J. Okay. Und du bist hoffentlich ein TL. Gegen die J können wir, glaube ich, noch nicht so wirklich gut ankämpfen. Ja. Aber die zerstört ja ordentlich was. Xenon, J. Okay. Zyklonrakete installiert. Ja, ein bisschen Abstand haben wir noch. Ja. Zyklon. Ein paar Meter, okay. Ne, Kilometer. Okay. Noch besser. Dann viel Spaß dabei. Installiert. So, wir sind schneller als die Zyklonrakete. Hoffentlich trifft ihr auch. Die schöne Zyklonrakete. Wenn sie schon so langsam ist. Sollten wir erstmal noch nicht ganz so nah ranfliegen. Die Korsarentransporter. Korsaren, Frachtguttransport. Na gut, der interessiert uns jetzt eigentlich sehr wenig. Ah, die Rakete wird abgeschossen. Na gut. Aber trifft nicht. Doch, jetzt schon. Ja. Sie verschwindet jetzt anscheinend, das ist gut. Dann machen wir mal einen kleinen Bogen drumherum. Und fliegen mal hier in diese Richtung zum Frachter. Teladi, Hospitalschiff. Ist nun ein Hospitalschiff, na toll.
Hospitalschiff. Trotzdem. Kein Ziel. Können wir denen nicht helfen? Okay. Teladi Schiffswerft. Was ist das denn für eine? Xenon, Kuh. Eine Kuh. Na gut, solange die keine Raketen einsetzt, könnten wir gegen die bestehen. Da ist noch eine P, die wird dann kein Problem sein. Was bist du? Bitte sag, dass du ein TL bist. Bitte. Teladi, Lieferant. Ja. Albatros. Eine Albatros, sehr schön. Gut, verscheuchen wir die Xenon mal. Ja, ja. Versuchen uns anzugreifen. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Und weg mit dir. Wie schnell der Schild einfach runtergeht. Und alles andere auch. Im Namen des Vorsitzenden CU, das Teladi-Unternehmen ist für ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großem Profit dankbar. So, wir bauen die Albatros. Oh oh, nein, nein, du darfst nicht zerstört werden. Nein, wir müssen sie retten. Wir müssen sie um jeden Preis retten. Verdammt. Das hat schon mal nicht geklappt mit Retten. Dann müssen die jetzt dafür leiden. Ihr müsst jetzt leiden. Dafür, dass ihr Albatros vernichtet habt. Ja, noch ein bisschen. Ups. Also, was mit dir? 40% an Schilden. Reicht auf jeden Fall. Im Namen des Alarm. Rakete im Anflug. Warum haben die so viele Raketen? Eieiei. Wenn die kaum Schaden machen, ist alles gut. Rakete im Anflug. Aber wenn es so eine etwas größere Rakete ist, ist das blöd. So, das ist doch schon viel entspannter als mit der Cerberus. Ne? Okay, dann nicht. Na, du lebst noch. Das geht ja gar nicht. Jetzt aber. Xenon M. Und die M hat schon keine Lust mehr. Weg mit dir. Kein Ziel. Sehr schön. Tor, Xenon Sektor 598.
Ja, da sind wir dann doch noch zu schwach für, um da reinzukommen. Aber wie gesagt, die da hinten sieht so aus, als ob. Weil sind das keine Xenon. Naja. Sieht so aus, als ob wir hier ein bisschen aufgeräumt haben. Endlich mal. So, was bist du hier? Frachtraum enthält nun Hummelrakete. Eine Hummelrakete. Na gut. Sonnenkraftwerk M Alpha. So, wir fliegen einmal hierhin nach Polarstern. Da haben wir noch genug Energiezellen. Nee. Könnten dahin fliegen. Ja, springen. An das Westtor, aber naja. Sie sprechen mit dem Auto. Benötigt das Tele. Wir werden nun die Nach erwünschten Ödland patrouillieren. Informationen übermitteln. Nö. Tor, Aguilars Gürtel. Ich will jetzt erstmal Frachter abholen. Und zwar. Ja, ist eigentlich egal welcher. Du hast ganz viel Weizen. Du hast ein paar Energiezellen. Dann nehmen wir dich doch gleich. Cerberus. In der Hoffnung, dass es geht. Die bei uns andocken können. Jetzt bräuchten wir mal eine Bergungsversicherung so langsam. Na gut, wenn es brenzlig wird, können wir mal noch abhauen. Irgendwie. Richtig? Ach komm, lass mal. Wir wollen ja erstmal noch ein bisschen weiterkommen. Ja, genau deswegen. Verdammte Kacke. Pilot, hier ist das argonische Oberkommando. Wir haben mehrere Schiffe durch Minen verloren in Ketzers Untergang. Das ist nicht dein Sie verdammter heraus, was da Ernst, los ey. ist. 200 Megajoule Schild. Gut, dann machen wir es gleich nochmal gleich. Und dann, ja, gut. Ich mach's gleich fertig und dann nochmal bis gleich. So, und da sind wir auch wieder. In unserer schönen Cerberus, die DKCFA oder Käfer, wie auch immer, fliegen gerade zu einem Sonnenkraftwerk, damit wir wieder Energiezellen bekommen. Und ja. Transporter können wir leider nicht aufnehmen. Eigentlich sehr schade, aber dafür habe ich jetzt die DKCFA erstmal umfunktioniert als Frachter sozusagen, damit die ordentlich Energiezellen transportieren können. Der eine, der braucht noch ein bisschen mehr Laderaum, aber dafür bräuchten wir erstmal ein bisschen Geld. 115.000 haben wir jetzt. Nicht ganz so viel. Aber wir sind jetzt erstmal in Polarstern bei unseren anderen zwei ja, Fabriken. Die können wir dann auch bald wieder zum Laufen bringen, wenn wir hier einigermaßen so alles sicher gemacht haben. Und eine Erkenntnis haben wir jetzt auch gewonnen. Gegen eine Xenon J können wir immer noch nicht bestehen. Oder wir brauchen bessere Waffen dafür.
Gut. So. Die Maus spinnt mal wieder ein bisschen. Die halten mal lieber an. Und ihr handelt so viel wie möglich. So, dann könnt ihr auch wieder zurückkommen. Kommando akzeptiert. Und bitte zerstört euch nicht gegenseitig. Ja, so ist es jetzt gerade die einfachste Methode, an Energie zu kommen. Aber, na gut. Ist dann jetzt so. Wir werden gescannt. Dürfen weiterfliegen. Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit. Danke sehr. Ja, da wir in der 50. Folge sind, machen wir natürlich sehr viel länger. So, nach Osten geht's weiter. Profitabler Handel. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Da fliegen wir jetzt wieder hin. In der Hoffnung, dass wir denen ein bisschen helfen können, mit den Xenon. Erreiche System, profitabler Handel. Und da sind sie schon wieder alle. Xenon, J. Nee, wir Xenon haben gegen die Kuh. Gegen die Kuh haben wir gekämpft. Aber das geht auch nicht. Xenon, P. Aber die P, die können wir zerstören. Mit der können wir es aufnehmen. Wirklich nicht so viel. Ach komm. Jetzt sollten wir es treffen. Ja, sehr schön. Dann sollte sie sich jetzt zu uns bewegen. Bitte. Jetzt macht es. Sehr gut. Und erwischen sie. X-Rakete. Problem. Teladi, Hospitalschiff. Du bist noch da und da hinten ist das andere. Landungsgeschütze, macht's platt. Sehr schön. Bei sowas ist auf die Geschütze noch gerade so Verlass. Hat uns da getroffen. Das sah nicht gut aus. Wir springen auch immer weg. Sprungantrieb wird geladen. Vielleicht 30%, das 30, war garantiert 40, die 50%, 60, 70, 80, 90. Initiere Sprung. Ja, das war die Kuh. Mit der wollen wir uns nicht anlegen. Nicht noch einmal. Erreiche System. Aguilars Gürtel. Und ja. Deswegen einmal schnell hier hinspringen. Wir müssen auf jeden Fall noch viel, viel bessere Waffen haben. Weil die, die wir jetzt haben, sind nicht gerade super. Ja gut, wir werden jetzt nicht mehr angegriffen. Also profitabler Handel ist schon ein sehr umkämpftes Gebiet. Wir können mal... Oh, wir haben keine Energiezellen, aber wir haben ja hier Warentausch.
Ah ne, das haben wir gemacht, oder? Aber nicht bei allen. Energiezellen transferiert. Ich hätte gerne die Energiezellen. Energiezellen. Ich glaube, das war auch gerade die Ammonen, die wir angeklickt haben. Das ist dann natürlich nicht das Richtige. Transferiert. So. 400 Energiezellen. Omikron Lyrae. Springen wir doch mal hin. 10%, 20. Mal gucken, wie es da gerade aussieht. Erreiche System. Omikron Lyrae. Joa, ein paar kleinere Jäger. Terraner, Zimitar. Die können wir natürlich ganz locker easy ausschalten. Wenn wir sie dann treffen. So zum Beispiel. Dann wird es auf uns aufmerksam und versucht uns zu zerstören. Was natürlich garantiert nicht klappt. Na? Kein Treffer, okay. Sabre ist auch noch da. Natürlich auch kein Problem. Aber möglichst nicht das Trägerschiff zerstören. Ja. Wir haben unseres Präsidenten und Senator. Okay, ich gebe auf. Ich steige aus. Danke. Und wie auch immer das gerade kam. Klemmend. So. Jetzt können wir. Sehr schön. Poltergeistrakete. Frachtraum enthält nun Poltergeistrakete. So, irgendwo fliegt jetzt ein Schiff rum. Ein Sabre. Sabre. Das kann da erstmal bleiben, das übernehmen wir später. Erstmal fliegen wir da hinten hin. Aufschreiben, Sabre in Omikron. So, damit wir es nicht vergessen. Schön die Maus drauflegen. Ja, sonst sieht es hier noch relativ friedlich aus. Man könnte mal so Richtung Norden springen. Oder einmal zum Tor hinfliegen. Und dann gucken wir mal, was uns dahinter erwartet. Ob wir zurückschrecken müssen und die Terraner einfach machen lassen. Oder naja. Möglichst nicht gegen das Tor fliegen. Merken, wir haben jetzt ein viel größeres Schiff als ein Centaur. Erreiche System, Zentrum der Arbeit. Pilot, hier ist das argonische Oberkommando. Sie sprechen mit dem Automatisierten. Haben Sie etwas? Ich habe den Ver... Übertrage jetzt die Daten. Nach Ketzers Untergang. Nein. Ne? Jetzt stockst du hier aber ganz schön.
Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Aber trotzdem wollen wir da hinten hin. Da ist noch was. Den können wir da mal helfen. Beziehungsweise die zerstören. Das sind einige. Aber das sollte kein Problem sein. Können wir mal einen Katana zerstören. Ja, selbst der eine hier. Der macht da schon ganz schön Wind drumherum überall. Jetzt will ich aber den Katana haben. Nein, ich will den Terraner. Den Katana. Ach komm. Sabre weg. Weg mit dir. Im Namen unseres Präsidenten und Senators dankt Ihnen die Argonen. Das geht ganz schön schnell. So nicht. Nein! So. Wo ist der Katana? Eieiei. Kommt sie hier an. Wo ist der Katana? Möglichst schnell zerstören. Ja. Oh. Verdammt. Mitten reingeflogen. Mitten reingeflogen. Meint ihr, wir schaffen das noch irgendwie? Oh, mitten reingeflogen einfach. Wir haben uns geopfert, um den Argon zu retten. Eine noble Ehre. Ja gut. Na schön, auch wenn es jetzt nicht gerade eine ganze Stunde ist. Würde ich sagen, das reicht für diese Folge. Wir haben eine Menge Zerstörung erlebt. Bei den Xenon, bei uns, bei den Terranern. Ich glaube, das reicht für heute. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn es so war. Und kommentiert fleißig. Und abonniert, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Ja, und dann sehen wir uns zum nächsten Mal zu X3 Alien Prelude. Wir zerstören nicht alles. Leider. Also bis denn.